Hallo und willkommen zurück zu Uncharted. Ja, wir sind schon bald am Ende des Spiels angelangt. Ich weiß nicht, wie viele Parts es noch werden, aber ich denke mal, das wird tatsächlich ein Projekt unter 20 Parts. Und wir hatten ja letzte Mal ordentlich zu kämpfen. Okay, also ich kann hier nochmal hoch im Fall des Falles. Wenn ich mich recht entsinne, müsste nämlich jetzt gleich noch ein bisschen was zu holen sein. Kein Schatz hier. Was zum... Schnell zur Hilfe, Kapitel 20. Sally, bist du da? Sally, melde dich! Oh, Gott sei Dank, Mate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Ein Goldbarren. Noch 8 Schätze. Also, ob ich jetzt alle finde, weiß ich nicht. Aber ich tue mein Bestes. Meine tatsächlich sogar, das ist schon das finale Kapitel. Ich habe sicher das eine oder andere übersehen. Da war die nächste. Das Blöde ist, ich habe zwar gerade... Ich muss ja irgendwo mal in Deckung gehen. Jetzt mich nirgends zur Deckung gerade an der Stelle, wo ich bin. Miserabel geschossen. Mist. Einmal. Zweimal. Da drüben. Oh. Ja, jetzt weiß ich zumindest, wo der Scharfschütze ist. Ach, der ist oben im Turm. Mist. Verstärkung. Bringt es zu Ende.
nächste Trophäe. Ach, Mist. Guck mal an diesen Scharfschützen nicht dran. Der ist genau in so einem richtig miesen Winkel. Ah, von jeder Seite aus kriege ich den auch nicht. Ach. Irgendeine Deckung suchen. Die wissen nicht, was sie anrichten könnten. Was soll denn? Ich weiß nicht wie, aber die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow, wie bitte? Keine Zeit, wir müssen zu der Kirche. Das war jetzt nicht ganz einfach. Ah, pistolentechnisch sollte man das so langsam alles haben. Wir haben hier schon einiges freigeschaltet. Drake Naughty Dog Design. Drake Taucheranzug. Victor Sullivan. Gut, das haben wir noch nicht. Elena Fischer. Wir können also als Elena Fischer rumrennen. Baseball-Tico. Pirat. Söldner. Atok Navarro. Also wir können uns jetzt ein paar Kostüme anziehen. Das lassen wir aber erstmal. Ja, wir könnten uns jetzt, wenn wir wollten, einfach mal durchgespielt haben. Also es sind schon ein paar Sachen, die wir freigeschaltet haben. Verkehrte Welt. Ich muss es erst mal durchspielen, damit man es sich ansehen kann. Die Galerien können wir, glaube ich, jetzt schon ansehen. Aber im Hauptmenü, das machen wir dann am Ende, wenn es das Spiel durch ist. Moment. Schätze haben wir 52 von 60. Ja. Ich denke mal, so langsam sollten wir schon einiges geschafft haben. Okay. Ich war gerade nur mal kurz am Schauen, ob wir hier noch irgendwie sehen können, was hier noch an Kills fehlt mit der jeweiligen Waffe. Wie gesagt, also es ist jetzt nichts Zwingendes, was man machen muss, aber ich nehme es halt ganz gerne mal mit. Wenn man schon so gut dabei ist. Ah, da. Gesehen, dass ich da was aufheben kann. Wir sehen uns jetzt natürlich wieder ein bisschen um. Ich weiß, wir waren hier im Gebiet schon mal, aber na, Scharfschützengewehr haben wir ja erledigt. Ist natürlich schön und gut, aber jetzt gerade in der Situation ist es uns wenig hilfreich. Weiß ja, wo wir hin müssen. Nämlich genau hier. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen schauen. Dass wir nicht den einen oder anderen Schatz vielleicht noch übersehen. Dass Sully hier ein paar Probleme hatte, das war schon deutlich zu erkennen.
Nicht verwunderlich bei der Masse. Na, hier waren wir beim letzten Mal rein. Hier ist natürlich alles eingestürzt. Ja, ich glaube, hier ist nichts zu holen. Entweder finden wir die letzten Schätze noch unterwegs oder ich habe tatsächlich einige verpasst. Ich brauche keinen Tipp, ich weiß, wo wir lang müssen. Sadi wartet ja hier schon. Na denn. Sie sind überall! Bleib zurück, Sally! Oh, wie schmeckt das? Ich muss mich erstmal hier um diese Scharfschützen kümmern. Was machst du denn da? Was denn? Zum Gärtner ist der Scharfschützengewehr hingepfeffert. Autsch. Okay, ich sehe ihn. Du bist. War sein Glück, dass diese mittleren schweren Geschütze nicht so gut zielen. Mir ein Rätsel, wo der eben das Scharfschützengewehr hingeworfen hat. Das noch. Verdammt. Ich muss näher ran, die sind so gut geschützt. Ups. Ein Schuss. Ah, da hinten ist unsere Munition. Ah, na super. Danke. Was? Nur drei Schuss? Oh shit, nein! Du sollst dich hier Deckung geben, du sollst wegrollen. Ah, kurz regenerieren. Ups. Nicht gut, nicht gut. Oh nein. Erledigt ihn. Runter. Ach, Mist. Ich hab keine Waffe. Get home.
viele Leute der hat. Nate, das ist ein scheiß Moment zum Nachladen. Komm, Sally, da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein. Das war jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen anstrengender. Vor allen Dingen mit dem permanenten Munitionsmangel. Und vielen Scharfschützen. Bingo, hier ist so eine Desert Eagle, die nehmen wir mit. Noch ein bisschen Munition für die Desert. Okay. Gold und Knochen. Kannst du mir sagen, was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht hier wegschaffen, Sully. Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt. Was? Er ist verflucht oder so. Oh, nee. Um Himmels Willen. Hey, ich weiß, das klingt irre. Du musst mir einfach vertrauen. Ah, was machen wir uns mal wieder ein bisschen auf Schatzsuche? Hier ist wieder was. Ein Goldschädel-Rosenkranz. Fehlen noch 7 Schätze. Sally, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Hier ist nichts. Sie beide sollten langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun, entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Öffnen Sie es! Schau hin.
Adios, Jefe. So wenig Fantasie. Ja. Da wird wohl ein finaler Part. Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantalo! Levantalo! Oh nein, was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Gott, wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich gebe dir Deckung. Los! Ah, ist hier hoch. Da muss ich mich gerade ein bisschen orientieren, sorry hier. Los hier hoch. Showdown. Du bist tot. Du bist tot. Au, au. Huh.
Na, ich habe doch nur ein letztes Kapitel. Ich guck mal eben, was die Zeit sagt. Wenn das nämlich das Finale wird. Ja, komm, wir machen im nächsten Part das Finale, weil ich denke mal, da wird auch so noch genug Zeit kommen. Und ja, recht kurzes Projekt bis jetzt, aber ich denke mal, ihr habt eine Menge Spaß dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim sehr, sehr wahrscheinlich finalen Part. Bis dann!